Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Ich habe ein Päckchen bekommen. Ich hatte schon mal von der Firma was bekommen. Die haben, da habe ich das Video gemacht. Ja, da lohnt sich halt nur ein Unboxing und ein Vorstellen. Ja. Limurele. Ja, das sind 5 in 1 USB-C-Hub. Der hat USB-C-Anschluss und dann halt dreimal USB, HDMI und nochmal USB-C. Nee, Quatsch. Einmal USB-C, zwei USB 3.0, also A, HDMI und dann hier noch irgendwie so einen anderen. Müsst ihr euch das Video angucken. Und die hatten mich gefragt, die hatten 3, 4 neue Produkte. 3 waren es, glaube ich. Ob ich die vorstellen würde. Und das kam jetzt halt, das hatte ich dann schon ein Video gemacht. Da mache ich aber, weil ich will demnächst meinen PC neu anschließen, da wird der dann zum Einsatz kommen. Also jetzt lohnt sich das halt noch nicht. Und jetzt kam halt noch mal ein Paket. Mit zwei. Ja, der Postbote ist ein bisschen rabiat damit umgegangen. Und darüber machen wir dann halt auch einfach jetzt mal pro Produkt ein Video, weil Unboxing, das ist Auspacken, zeigen, das ist halt lächerlich, deswegen machen wir da halt. Hier ist nochmal ein 4 in 1 USB-C Hub, also scheint, dass der hier USB, nee, das ist aber ein normaler USB, wird der hier haben, werden wir gucken. Und das ist ein 4 zu 1 USB-A Hub. So, ich würde sagen, wir fangen mit dem Zerbeuteren an, mit dem USB-A-Hub. So. Ich habe sowieso viel, viel zu wenig USB dran. Ne? Und so habe ich mir gedacht, das würde ganz gut kommen, weil dann könnte ich halt an, weil ich das, wenn ihr das jetzt, mein Tower die Rückseite ist, ich kann den Camlink und die Brio nicht unten, also ich habe hier zwei USB, dann rüber nochmal welche, dann hier welche versetzt, einer oder so, und dann hier oben nochmal. Und ich kann den Camlink und die Brio Webcam nicht gleichzeitig an der unteren. Ich muss da halt zwei verschiedene nehmen oder halt so ja noch ins höher. Wobei der eine hier für der wo BIOS Update drauf steht, auch nicht jedes Gerät unterstützt. Da habe ich noch das Mikrofon, die ganzen RGB-Sachen und so, die Tastatur, die Maus. Und deswegen habe ich gedacht, sowas wäre doch ganz cool. Da kann ich oben anschließen oder allgemein anschließen. Da kann ich die Tastatur, die Maus, das Headset, also diese Headset-Halterung anschließen und das Stream Deck. Und ja, dann, wenn ich noch ihn habe, dann könnte ich da dann halt das Mikrofon, wir brauchen nämlich auch nicht USB 3.0 und so ein paar Geräte anschließen. Und dass ich dann halt da ein bisschen Platz, dass die wirklich Power brauchen, Camlink und die Brio für 4K-Aufnahmen und so, dass die halt zwar versetzt sind, aber dass der USB daneben leer bleibt und dann halt oben drüber die Brio und da auch der daneben leer bleibt, dass es halt zu weniger Konflikten kommt. Och, der ist ja schnucklig. Der ist ja schnucklig. Guckt euch das mal an. Oh, ist das süß. Ein kleines Stäbchen. Und, wartet. Auch wieder Metall. Auch hier ist wieder. Der Kabel ist jetzt hier nicht gesleeved. Das ist ein Gummikabel. Aber hier ist er abgesichert. Und hier, dass auch nichts rausreißt. Auch hier Metall, USB-A-Anschluss. Hier haben wir dann drei USB-A-Anschlüsse. Hier ist der vierte USB-A-Anschluss. Und hier ist nichts. Der ist knuffig. Angebapselt, der nimmt, wenn der denn so drunter hängt, der nimmt nicht viel Platz weg. Ich gucke auch hier wieder nach. Nee, keine scharfen Ecken und Kanten, außer halt hier,
bei den USB-Anschlüssen, die sind war nicht scharf, also nicht falsch verstehen. So, ich werde mal das drehen. Dann seht ihr das, die sind ja hier unterhalb des Metallgehäuses und hier ist dann halt so ein bisschen Metallgehäuse. Dann kann man halt so, wenn man rüber reicht, da ist ein bisschen rau, also aber halt nicht so, dass man sich verletzen kann. Auch hier hinten ist besser, hier ist schöner gelöst. Hier ist alles bündig im Metallgehäuse, ja. Also hier ist gar nichts. Die hätten vielleicht noch ein Stück weiter rausgekonnt, dass die halt hier bündig mit dem Gehäuse sind. Die sind jetzt nicht bündig, die sind so wenn ihr das seht, so ein Millimeter oder so tiefer. Also dadurch kommt halt diese Kanten. Also die müssten ein Stück höher. So, das ist USB-A, alles beides. Und das oben ist USB 3.0. Ja, das sind alles. Modell TC53. Support at Limoil. Das finde ich auch gut, dass sie das wenigstens hier raufschreiben. Nicht nur einen Zettel mitgeben. So hat man das Produkt. Braucht nicht googeln. Guckt. Ah, hier ist der Support. Ich brauche Hilfe. Da steht es ja drauf. So. Dann können wir das aber auch schon wieder einpacken, weil mehr ist da jetzt eigentlich nicht zu sehen. Ich kann es jetzt auch momentan nicht anschließen, weil ich da nicht hier rankomme. Aber demnächst mache ich meinen PC neu und da werden wir das alles testen und zusammen verkabeln. Da werde ich ein Verkabelvideo auch wieder machen. Eventuell muss ich gucken. Aber ich werde auf jeden Fall das alles ein bisschen anders klemmen, dass ich halt die USB halt vorne auch testen kann, dass ich vorne an meinem Gehäuse USB 3.0 habe und USB-C, dass der USB-C vorne am Gehäuse auch funktioniert, dass ich das aufnehmen kann und euch zeigen kann, wie ich das dran mache und die Geräte, weil sonst würde ich ja ohne Standard machen, anschließen und ja, dann schließt man die Geräte an und dann hört man, dass der PC irgendwelche Updates zieht und sagt, jo, erkenne ich, ist alles okay. Ich habe schon mal von Limorad, da habe ich mal selber gekauft. Das ist dann eher so wie das nächste Produkt, was wir uns angucken werden, sowas hier. Aber halt als USB- und Kartenleser hatte ich von denen gekauft. Das ist aber schon, was haben wir jetzt, 2022, das war vor einem Jahr oder zwei Jahren. Ich bin mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher. Oder drei Jahre? Bin mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Und daher kann ich sagen, das Ding war richtig geil. Das hat mir nämlich ein Kollege empfohlen. Ja, da habe ich dann halt hier vorne so Kartenleser drin, also praktisch, nee, warte mal, hier ein großer, hier dann, also für die große Karte, dann halt für eine Micro-SD und dann war hier ein USB und hinten war, an der Seite hier war ein USB, glaube ich. Ja, aber den hat meine Mutter gekriegt, weil meine Mutter braucht ein Kartenlesegerät und ja, mit USB-Verteiler halt, ja, und dann habe ich den meiner Mama gegeben. Daher weiß ich, dass die Firma gute Qualität und die ist jetzt schon ein paar Jahre am Markt. Also daher weiß ich, dass die gute Qualität abliefern. So, aber wir werden das auch auf jeden Fall testen. Im nächsten Video gucken wir uns den an, was der für Anschlüsse hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich werde euch die Produkte natürlich alle in die Videobeschreibung verlinken. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.